Hey Leute, willkommen zu meinem Video von mir. Ich werde heute ein Look schminken, also meinen Lieblingslook werde ich heute schminken. Ich wollte euch das mal so zeigen, so damit ihr vielleicht so ein bisschen meinen Vibe mitkriegt, wie ich mich so richtig fühle. Genau. Ich fange an mit Bronzing, Highlighting, Blushing. Und zwar benutze ich dafür alles, die Marvin Magnificent Palette, auch auf meinem Auge. Heute, ich mag diese Palette sehr, sehr gerne, gerade diesen Highlighter, wie ihr seht. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an mit Bronzing. Und zwar benutze ich für Bronzing diese Palette. Ich weiß, das sind Lidschatten, aber ich finde, diese Lidschatten eignen sich für so viel anderes auch. Und zwar benutze ich diesen Ton und diesen Ton. Gerade als Bronzing perfekt. Und wenn ich das jetzt hier drauf habe, ist natürlich sehr, sehr pigmentiert, weil es sind Lidschatten. Tue ich das hier so an meiner Hand, das meiste so abwischen, damit ich keine braunen Flecke im Gesicht habe. Und jetzt beginne ich einfach mal so, wie ich immer Bronzing auftrage. Ich finde, das sieht so schön aus. Wow. Erst noch auf der anderen Seite. Wenn ich gebronzt habe, nehme ich jetzt Blush und für Blush benutze ich diesen Ton hier, den Cheeks Dull, und trage den als Blush auf. Auch mit dem gleichen Pinsel, man braucht den auch nicht zu waschen vorher. Das ist echt mega. Auch streife ich das wieder ab an meiner Hand, gebe das auf meine Cheeks. Dann tue ich jetzt Highlighten mit einem Blenderpinsel, das ist eigentlich für Auge, aber ich finde den mega schön. Und zwar benutze ich, wie man schon sehen kann, den hier. Und zwar ist das Swirly Twirly. Boom. Genau. Wow. Oh, geil. Dann gehe ich auch mit diesem Pinsel in diesen Ton hier und gebe den unter meine Augenbraue. Snatched. It looks so good, bitch. Oh mein Gott. Ich fühle es jetzt schon. Jetzt müssen wir uns erstmal um den Augenlook kümmern. Und zwar gehe ich jetzt erstmal in diesen Ton hier rein mit einem flacheren Pinsel. Das ist wichtig für diesen Make-up-Look. Ihr werdet jetzt sehen, warum. Dann setze ich mit dem Pinsel, mit dem Produkt so an. Und ziehe dann mit der flachen Seite sowas wie ein Wing. Das auch auf der anderen Seite. So, wenn ich jetzt hier auf beiden Seiten sowas wie ein Wing gezogen habe, dann fülle ich das da so mit der gleichen Farbe aus. Also so. Ich habe mein Lid auch nicht gesettet. Und dann gehe ich mit einem Blenderpinsel, gehe ich in diese Farbe hier und blende und versuche das jetzt hier so auszublenden. Ich blende auch dann gleich so mit hier ein bisschen mehr in die Mitte. Wenn ich das denn soweit so gut ausgeblendet habe, dann werde ich nochmal die Farbe, die wir hier hinten benutzt haben, um den Wing zu ziehen, nochmal benutzen, um die Farbe ein bisschen mehr zu intensivieren. Denn durch das Verblenden haben wir das jetzt ein bisschen, ja, schwacher machen lassen. Plans,
So, und das verblende ich dann jetzt wieder. Dann sieht das ungefähr so aus. Und dann ziehe ich mit dem Pinsel hier, der sehr, sehr definiert ist, so eine Art Cut-Crease mit dem Camouflage-Concealer von Essence in Matt. Sowas wie eine Cut-Crease, so eine Cut-Crease, die nicht so sehbar ist. Bis so in die Mitte. Das auch auf der anderen Seite. So, wenn ich das getan habe, dann tue ich das mit meinem Finger. Naja, sind ein bisschen unterschiedlich im Moment. Dann tue ich das so ein bisschen einarbeiten mit meinem Finger und verblende das hier so rein, damit wir eine klebrige Base haben für den Shade, den wir gleich benutzen werden. Aber davor gehe ich noch mit dem Rest, was hier auf dem Pinsel ist, verblende ich das hier so in die gerade gezogene Cut Crease. Und dann benutzen wir aus derselben Palette natürlich diesen Ton hier. Da gehe ich mit meinem kleinen Finger rein und gebe das dann auf die gerade gezogene Cut Crease. Dann blende ich das nochmal mit dem Blenderpinsel rein. Genau, und mit dem Rest von diesem Pinsel, womit wir den Wing gezogen haben, da gehe ich an meinen unteren Wimpernkranz. Aber nur hier am ersten Drittel. Dann gehen wir in diesen Shade hier oben und vollenden den unteren Wimpernkranz. Der untere Wimpernkranz ist fertig und ich finde, es sieht richtig snatched aus. Dann gehe ich wieder in diesen Ton hier oben mit meinem kleinen Finger und mache damit den Inner Corner Highlight. Ich habe mir den Ton nochmal so ein bisschen auf die Nasenspitze gegeben. Sieht auch fresh aus, Alter. Und ich fühle den Look mal wieder übertrieben. Oh ja. So, dann werde ich jetzt meine Wimpern tuschen mit der Catrice Glam and Doll. Wie findet ihr den Look? Ich finde, der ist so glamourös, so sexy, so. Ja. Aber jetzt, wenn die Lashes draufkommen, die Lashes, dann wird das nochmal so ein richtig, richtig geiler Look. Und zwar benutze ich Samantha von Huda Beauty. Wer mich regelmäßig schaut, weiß, dass ich die wirklich jedes Mal benutze, diese Lashes. Ich klebe die kurz auf und dann sehen wir uns wieder, weil so geht das halt einfach schneller. Lashes sind drauf, ich finde, ich sehe teuer as fuck aus. Ich liebe diesen Look. Oh mein Gott. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch schnell die Lippen machen. Und zwar benutze ich hier die Ultra Matte Lip Cream von Trended Up in der Farbe 070 und fülle damit halt einfach ganz schnell meine Lippen aus. Dann benutze ich noch ein Lipgloss, um alles zu vollenden. Und zwar benutze ich hier den Shine 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 Lipgloss. Den benutze ich immer. Yes! Das ist der Look und ich liebe ihn, Leute. Wie schon gesagt, leider muss der Anblick meiner Schönheit jetzt enden, weil ja, das Video ist vorbei und genau, Leute, folgt mir noch gerne auf Instagram, so heiße ich, und genießt euer Leben, denn morgen kann es vorbei sein und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, ganz, ganz viel Liebe an euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.